Ja, nun, welcome zum Meeting für unser neues Logo-Design. Die Melanie hat schon mal einen Draft prepared und wird das jetzt ein bisschen communicaten. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Ich wollte nicht kommen. Valid excuse. Alright. Melanie, bitte. Gut, also ich habe jetzt größtenteils das Logo vorbereitet. Hier riecht nach Alkohol. Die Schnauze. Wenn ihr in den Mappen vor euch nachschaut, seht ihr alles, was wir bis jetzt besprochen haben. Das ist ja mittlerweile die 15. Besprechung, die wir bezüglich des Logo-Designs haben. Oh Gott. Und beim letzten Brainstorming haben wir uns geeinigt auf ein Dreieck. Also diese Notion mit dem Dreieck finde ich schon mal great, aber mir ist das noch so ein bisschen unclear. Was soll das sein? Ist das ein gleichschenkliges Dreieck? Also, oder doch ein gleichseitiges Dreieck? Das ist super important. Also, und hat es einen rechten Winkel? Question mark. Wir haben uns wirklich nur auf ein Dreieck geeinigt, das war alles. Welche Farbe soll das Dreieck denn haben? Da muss ich ein Illustratorenteam zusammenstellen. Das Farbdesign ist ja nochmal ein komplett anderer Bereich. Das ist nicht meine Abteilung. Wir könnten eine Verbraucherstudie machen, welche Farbe am beliebtesten ist. Und dann haben wir in 5 Monaten ein Ergebnis. Alles klar. Dann sehen wir uns alle in 5 Monaten wieder. Tschüss. Boah, ich hasse. Wow. Komm richtig quick voran jetzt hier. Bye. Aus Luzern ist heute bei uns. Außerdem haben wir den Schweizer Comedian Alain Frey hier. Hallo Alain, schön, dass du da bist. Und ich freue mich sehr, die zauberhafte Susan Sideropoulos hat es zu uns geschafft. Schauspielerin, ihr kennt sie alle. Und wir quatschen jetzt über den Tatort mit meinen wunderbaren Gästen. Also, vielen Dank, Delia. Sie ist nämlich auch Musikerin tatsächlich. Darüber sprechen wir gleich. Aber zuerst mal, wir haben hier eine leichte Käsedröhnung von Intus. Wir machen nämlich hier so ein bisschen Käsefondue. Aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Susan, du meinst schon, man sollte mal umrühren ein bisschen vielleicht. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, ob das so in Ordnung ist. Aber womit rühren wir das mit um? Dem machen wir ja, du kannst ja das? Gerne mal... Übrigens, nee, mit Brot. Sollte man vielleicht auch mal ganz kurz unsere Namensschilder wertschätzen. Oh, hi. Wisst ihr, was es damit auf sich haben könnte? Die Bedeutung. Jazz Lange, Gott schaut ihr zu. Delia, bei dir? Wusstest du das? Ja, klar. Echt? Klar, Delos, geboren. Aber eigentlich den Namen, den googelt man. Wenn man den googelt, kommt der meistens kommen so südamerikanische Kleiderreinigungen raus. Ah, ja, sí, eso puede ser, sí. Alain, bei dir? Der Fels. Natürlich. Natürlich, was auch sonst. So haben wir dich eingeladen. Was denn sonst? Und Susan? Die Lilie, selbstverständlich, die Blume. Das war mir doch auch klar. Na, oder? Natürlich. Was sonst? Jetzt geht's aber hier rund. Es geht um den Tatort, den wir gerade eben gesehen haben. Und ihr konntet abstimmen, schon mal vorab, wie ihr den Tatort fandet. Und hier ist das Ergebnis, das vorläufige Ergebnis. Ich hoffe, dass wir es jetzt sehen können irgendwo. Meine lieben Kollegen, basteln dran. Ansonsten zeige ich euch gleich. Dann sage ich euch schon mal, dass ihr unseren Livestream teilen könnt. Denn wir haben wieder tolle Requisiten, die ihr gewinnen könnt. Ihr müsst es auch machen, sehr gerne. Ich mache es jetzt auch mal gerade mit. Dazu einfach auf die Tatort, die Showseite gehen. Und das auch, oder soll ich hier mal retten? Du kannst mal, genau, mal retten, rette mal unser Käse von Käseziegel. Also auf Tatort die Showseite gehen und unseren Livestream teilen. Oh, zack. Hier? Zack. Teil. Genau, du bist schon da. Teilen. Und ihr zu Hause solltet das auch machen, denn wir sind leider ausgeschlossen von dem Gewinnspiel. Aber ihr könnt natürlich mitmachen. Wir haben Originalrequisiten. Zeige ich euch gleich, was es alles gibt. Es gibt nämlich Fotos, jede Menge und noch andere lustige Spielereien. Also teilt den Stream unbedingt. Aber wir quatschen jetzt über den Tatort. Ich frage dich mal zuerst. Ja, natürlich. Als Schweizer, was sagst du zum Tatort? Ja, cool. Warte, wir haben ganz kurz die Abstimmung. Hier sehen wir nämlich. Das war ein schönes Gespräch. Okay, das war wunderschön. Oh, dann teile ich gleich das was sagen. Ich teile so. 49% sagen, der Tatort war super. 51% sind nicht so begeistert. Erfahrungsgemäß ändert sich das im Laufe der Show noch so ein bisschen. Also, Delia, gib alles. Die Leute umzustimmen. Aber jetzt darfst du. Alain. Jetzt darf ich. Ja, was sagst du zum Tatort? Ich fand ihn cool. Also, ich fand ihn cool. Ich bin ganz ehrlich, es war mein erster Tatort. Ach. Ja, okay. Ja, ich glaube schon, vielleicht war es Kind. Waren dabei. Also. Wir waren dabei. Ja, ihr wart dabei und ich fand ihn super, sehr spannend. Ich fand es, weil er sehr verzwickt war, so in alle möglichen Sachen. Mhm. Er war jetzt nicht unbedingt unglaublich schweizerisch. Also selbst ich als Schweizer fand es jetzt nicht so, dass da, man sagt sofort, der hätte auch woanders spielen können. Echt, ja? Also hast du nicht an irgendwas Speziellem die Schweiz festgemacht? Naja, man sieht natürlich ein paar Sachen, dass man, das ist, aber es war jetzt für mich nicht so,
Ich habe gedacht, dass die Deutschen werden mehr mit Klischee spielen. Also, so, die Deutschen denken jetzt so wie die Schweiz. Guck mal, es gab kein Fondue wie hier. Die Klischees ausgepackt. Ja, Gott sei Dank. Aber man erwartet das, oder? Ich hab das irgendwie, echt, ja? Nein, ich habe gedacht, die Deutschen denken so. Du als Schweizer erwartest, dass du Heimweh hast. Ich habe gedacht, die Deutschen denken so. Deswegen dachte ich mir so, okay, krass, hier kommt gar nichts eigentlich von der Schweiz. So, krass. Das war so die Überraschung für mich. Das ist das Heimweh. Ich glaube auch, das ist das Heimweh. Also, was für dich? Du kennst schon, dass man irgendwie den Unterschied gemerkt hat. Ich kann jetzt gar nicht so richtig festmachen, woran das lag. Ich finde, dass der Look, also mir persönlich, für meinen Geschmack hat es mir viel besser gefallen als viele, die ich schon vorher gesehen habe, weil ich den Look irgendwie interessanter finde. Die Musik, die ganze Optik. Ich fand jetzt in diesem gerade die Figuren ganz, ganz nah dran. Mhm. Also gerade diese Nora, ne? Nora ist, bin ich schockverliebt. Ja. Schockverliebt, und ich finde, die ist so, also die hat mich so berührt. Die hat mit ihrem wunderschönen Gesicht und so viel passiert da. Ja, ganz schön. Und die Geschichte und alles. Ich fand es wirklich sehr gelungen. Delia, du warst mittendrin, dein elfter Tatort jetzt, glaube ich, schon, ne? Ah, ich habe auch gehört zu zählen. Ja, wir haben mitgezählt. Ich glaube, es ist dein elfter. Wie war der denn für dich im Vergleich zu den anderen Tatorten? Ah, der war, emotional, sehr emotional, eigentlich durch die Episodendarsteller, weil die eben wirklich so ein Stück Geschichte mitgenommen haben. Das ist eigentlich immer so bei diesen Themen. Da kommen Schauspieler, die irgendwas spielen sollen, und die werden so gecastet, dass sie das entweder mit der Sprache oder auch mit ihrem Innenleben irgendwas erlebt haben, was da parallel ist mit dem Drehbuch. Also du hast diese Geschichten am Set und da kann man sich nicht entziehen. Das ist echt... Starke Spielpartner hast du ja in dem Fall. Ja, echt, ne? Komplett, total. Also da brauchst du nicht spielen, weil die Partner, die bringen alles. Du musst nur noch sein und reagieren, und dann ist es da. Okay. Wir haben natürlich wieder die Möglichkeit, ganz viele eurer Fragen zu beantworten. Also hier sind sie alle für euch. Schreibt uns gerne eure Fragen. Und wir legen mal direkt los mit Bernie. Er schreibt, im Plot zum Tatort stecken mehr Abgründe als in jeder Riesenpackung Toblerone. Können wir auch glatt mal nachzählen, denn wir haben an den Klischees hart gearbeitet. Ich sehe, hier sind Abgründe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ziemlich 11 clever, Abgründe. Oder? Echt schlimm. 11 Abgründe. Mal hier. Wow. Ja, Bianca schreibt, endlich mal wieder ein Krimi der alten Schule. Love. Tatort. Love? Bianca. Ah, Love. Ah, ich dachte, so. Ah, es geht um die Liebe. Ah, alte Schule, sie okay. Ja, alte Schule. Okay, sie guckt seit 40 Jahren. Bianca, guckst du seit 40 Jahren? Ja. Super. Aber geil, danke. Ja. Bianca schreibt, endlich mal wieder... Nee, das war sie gerade. Johannes schreibt schon wieder. Bianca Johannes schreibt, das ist mal wieder so ein Tatort, der nur mit Twitter zu ertragen ist. Übrigens, ich liebe das sonntags auch. Ich bin immer beim Handy auf Twitter, weil die Kommentare von euch sind großartig. Ich lache mich da immer schon tot. Nicole schreibt, etwas verwirrend. Hat der Journalist den Falschen verdächtigt und dadurch diese Kettenreaktion ausgelöst? Es gibt noch den Making-of. Das Drehmat, das kommt dann noch. Und dann wird sie das verstehen. Willst du das verstehen? Ah. Es ist kompliziert, ich weiß. Ja. Teasing. Das war ein Teasing. Ja. A la Nicole Kidman gestern bei der Goldenen Kamera. So, gut. Also schreibt uns weiterhin gerne eure Fragen, Leute. Wir beantworten sie gerne. Ihr habt schon getestet hier Käsefondue. Kann was? Voll lecker. Ich habe leider schon 4 Stücke gegessen. Wenn ihr jetzt schon 4 Stück gegessen? Muss ich? Einmal muss nicht hingeguckt. Du musst auch probieren. Muss ich? Das geht mir leider ganz schnell. Als Schweizerin musst du sagen, ob es gut ist oder nicht. Wenn ich jetzt Fondue esse, dann muss ich auch gleich eine Kuhglocke umhängen, oder? Es ist so lecker. Du hast eins fallen lassen, oder? Aber ich als Nicht-Schweizerin, ne, finde es schon gut. Der fallen lässt, muss eine Kiste Champagner zahlen. Ja, warst du das? Also Kirsch eigentlich. Was? Hier liegt dein Brot drin. Ja, ich habe leider schon 2 fallen lassen. Und? Zwei? Wir sind ja auch hier ausgemacht. Oh, jetzt an der Ostfront, da kommen die Kollegen ab und zu. Kennt ihr denn die Regeln? Kennt ihr denn die Käsefondue-Regeln, Leute? Wieso? Weißt du, gibt es da Regeln? Wir haben gefunden. In den See, ab in den See. Wer hat gefunden? Ab in den See. Asterix und Obelix in der Schweiz haben das nochmal ganz genau erklärt. Hier haben wir sie für euch einmal aufgeschrieben. Also, genau. Ich habe mein Brot verloren, Nummer 1. Den Stock. Ich habe schon wieder mein Brot verloren. Die Peitsche. Und ich habe schon wieder mein Brot verloren. In den See, sag ich doch. Ich habe gesagt, in den See. Also Susan, wie hast du das fallen lassen? Das war sehr nett mit dir. Sehr kurz, aber... In den See. Die Regeln gehört. Jetzt werde ich mich anstrengen. So, ich hab's euch versprochen, ihr könnt Requisiten aus dem Tatort gewinnen gerne, wenn ihr unseren Livestream teilt. Und zwar haben wir Fotos aus dem Tatort. Delia hat da so ein bisschen was mitgebracht. Und zwar haben wir einmal dieses Familienfoto.
was ihr haben könnt. Kommt bestimmt schön zu Hause. Im Rad. Du, man, ne? Vom Tatort. Und etwas, ist es schon nach 10 Uhr, darf ich das schon zeigen? Etwas Härteres, nämlich wir haben die Tatortfotos von dem Tatort. Selber von so der eine Tat. Schöne Leiche. Sieht guck mal, es wird auch noch schöner. Noch schöne Leiche. Das sieht aber es ist so. Wer will das haben? Du, es gibt viele Fans. Hängt man sich das auf? Das ist doch die Sache. Vielleicht ein Polizist? Nein, das ist wunderschön. Ja. Also da gibt es mehrere. Ihr könnt die gerne gewinnen. Und oh, ein so absolutes Highlight. Ja. Es gibt noch was. Und zwar hier vorne. Susan, kannst du mir mal die Tasse reichen? Ja. Das ist nämlich die Tasse von der Delia, von der Liz besser gesagt. Ja. NYPD-Tasse. Ihr seht jetzt auch, der Fotobeweis auf unserem Monitor da hinten. Du trinkst aus der Tasse und die richtig extremen Hardcore-Fans wissen auch, warum. Und für die, die es nicht wissen, warum? Warum? Weil die Liz so einen Austausch gemacht hat. Also die Liz ist ja, nachdem der Schweizer Tatort gekommen ist, ersten Film später eingestiegen, weil vor ihr eine Vorgängerin war. Das war eine Amerikanerin. Und in der Zeit war sie auf ihrem Austauschjahr in, rede ich eigentlich in die Kamera oder rede ich zu euch? Oder wie läuft das? Soll ich da? Also du hast da Zuschauer, aber okay, wir hören natürlich auch gerne zu. Also die Liz steht auf Amerika und hat so ein Austauschjahr gemacht und ist da rumgefetzt. Und hat da auch eine Geschichte, da gibt es auch Dinge, die ich noch nicht erzählen darf, weil die kommen vielleicht mal raus. Und dann kam sie zurück in die Schweiz. Und hat die Tasse mitgenommen. Ja. Und wo ist die Tasse normalerweise? New York Police Department. Ja, aber du liest in deinem Privatbesitz die Tasse? Oder? Die habe ich dann wieder mitgenommen, weil manchmal gehen solche Sachen verloren. Ja. Jo. Okay. Gibt es in dem Tatort denn noch irgendwelche versteckten Hinweise, die man nur als Fan erkennen kann vielleicht? Ah, da gibt's ganz viele. Also, es gibt so ganz viele Bilder. So, also der Flückiger, der Stefan, der hat so seinen ganzen Segelkram, so diese Segelgeschichten, weil er ist ja ein Segler. Mhm. Und die Liz, die hat so Totenfiguren und die hat so, ach so, allerlei Kram. Aber manchmal sieht man das, manchmal sieht man es nicht. Die Regisseure rücken es manchmal ein bisschen weg, weil die wollen unseren ganzen Kram da nicht immer zuvorderst haben. Ja, verstehe. Du kommst nicht drum herum. Ich sehe die ganze Zeit deinen Käse. Ah! Es liegt hier auf dem Boden. Jetzt muss ich auch mal. Die Arme. Ey, ja, soll ich dir geben? Ja, gerne. Ich bin gespannt. Du als Schweizer, du bist doch eigentlich Experte. Ist der Draht an Kirschwasser? Sie sieht nicht so begeistert aus. So lecker. Ist der Draht an Kirschwasser in Ordnung? Die Saison ist vorbei. Aber was, wieso? Ach so. Ich wollte gerade sagen, ist die nicht nur, das kam doch immer noch. Nicht so schlecht. Wann ist die? Ja? Im Winter isst man das eher, ne? Ich esse immer das erste im August und das letzte im Dezember. Muss jetzt höflich sein. Ist super. Nein, ist lecker, ist lecker. Ich habe gehört, da ist Emmentaler drin. Und wir mögen das ja mit Gruyère, oder? Schweizer? Ja, doch. Oder macht ihr Solothurner Flachkäse rein? Da ich es noch nie selbst gemacht habe, ich bin eher der Konsument, habe ich keine Ahnung, was da genau reingetan wird. Ich hau mal noch mal ganz kurz ein paar Kommentare raus. Und zwar Roland schreibt, weiß einer, wie Hertha gegen HSV gespielt hat? I don't know. Keine weiß es jemand von unseren Leuten hier, von unseren Jungs, die alle hinter der Kamera stehen? Habt ihr da eine Ahnung? Er checkt es, okay. Uwe schreibt, wieder mal ein Tatort mit 100 Zufällen. Und das Motiv der alten Dame mit den enormen Kräften habe ich immer noch nicht verstanden. Sie hätte das Zimmer auch einfach verlassen können. Nein, die ist sauer geworden. Dieser böse Mann hat ihr gedroht, dass sie ihr das Leben in der Schweiz entzieht. Und da hätte sie wieder nach Hause müssen, nach Tschetschenien. Da will sie nicht hin. Aber du musst zugeben, das mit den Superkräften stimmt ein bisschen. Sie war sehr stark. Es kann sein, dass sie eine tschetschenische Widerstandskämpferin gewesen ist und dort schon... Powerfrau. Ja. Verstehe. Ich habe mich mit ihr gezofft beim Catering. Ich habe gemerkt, dass sie super stark okay, ist. Dann. Vielleicht war er auch einfach total schwach. Ja. Er war auch klein. Guck dir den noch mal an. Ich meine, der hat nur einen großen Kopf. Aber der Körper war wirklich klein. Ja. Also, zierlich. Liebe Grüße an Roland. Hertha gegen HSV 0:1. Aha. Gut, dass wir das nicht Oliver haben. Schreibt, hat der Kameramann getrunken, man wird ja seekrank. Meinst du jetzt unseren Kameramann, lieber Oliver? Hast du was getrunken, mein Freund? Nur einen Orangensaft. Willst du ein Kirschwasser? Später. Okay. Aber kommen wir mal zu der sehr spannenden Sache beim Schweizer Tatort natürlich. Es ist der einzige Tatort, der synchronisiert wird. Weil der österreichische, kann man trotzdem verstehen. Letzte Woche hätte sich mit Ludwigshafen tatsächlich auch angeboten. Bei Twitter ein großartiger Kommentar war auch, jetzt habe ich endlich gelernt von letzter Woche und Untertitel angemacht und da sprechen sie alle Hochdeutsch. Wie funktioniert denn das mit eurer Synchroarbeit, Delia? Wie das funktioniert? Ja. Also wir nehmen den ganzen Film, wird in Schweizerdeutsch
gefilmt und aufgenommen. Also das ganze außer die ersten 10 Minuten. Weil die filmen dann auf Hochdeutsch, filmen, damit die Deutschen nachher einen besseren Einstieg haben. Versteht irgendjemand etwas? Ich. Ja, eben schon. Nein, das ist natürlich, wir drehen den ganzen Film komplett in Schweizerisch. Mhm. Und zwar ist Schweizerisch nicht das, weil die viele Deutsche glauben, eben Schweizerisch wäre das, so wie der Bundesrat spricht bei uns oder wie man das Schweizer Fernsehen anstellt. Das ja. ist aber Hochdeutsch mit einem arg schweizerischen wie sagt man Akzent, oder? Akzent, oder? Und wir reden dann nochmal ganz anders. Das tönt dann ein bisschen quer und zum Beispiel, wenn jemand in den Gunter reinschubst, verstehst du einfach nicht mehr. Nee. Anyway, also das drehen wir so, ich, die immer wie ein Maschinengewehr rede, ziemlich schnell im Schweizerischen noch ärger, mache mir dann den ganzen Scheiß hin, dass ich das dann lippensynchron übersetzen muss auf ja. Hochdeutsch. Ja. Das ist immer ganz schlimm. Das glaube ich. Weil dann muss ich noch schneller reden. Das ist echt ätzend. Nee, anyway, also wir übersetzen den ganzen Film dann im Synchronstudio auf Hochdeutsch. Und das wird mit ganz viel Arbeit übersetzt. Und da muss man gucken, einerseits, dass das lippensynchron ist, andererseits, dass der Inhalt wirklich stimmt. Mhm. Dann aber auch, wenn du das komplett genau übersetzt, dann stimmt es dann so wieder nicht, dass man muss immer einen Kompromiss finden. Ja. Das ist wirklich eine schwierige Angelegenheit, deshalb gucken wir noch mal kurz rein. Hochdeutsch versus Zwitscherdütsch. Zwitscher? Zwitscher? Zwitscherdütsch, genau, das wäre auch schön. Zwitscherdütsch, schön. Schweizerdeutsch, Schweizerdütsch. Schweizerdütsch. Dann habe ich fremdes Epithelgewebe unter den Fingernägeln vom Opfer gefunden und zur Analyse geschickt. Weiblich. Aha. Das Opfer war recht klein. Sieht so aus, als wäre der Täter oder die Täterin mit dem Lift durch die Tiefgarage geflüchtet. Keine Videoüberwachung. Dann habe ich fremdes Epithelgewebe unter den Fingernägeln vom Opfer gefunden und zur Analyse geschickt. Weiblich. Aha. Das Opfer war ein Sprenzel. Es geht so aus, als wäre der Täter oder die Täterin mit dem Lift über die Tiefgarage geflüchtet. Keine Videoüberwachung. Ja, ich weiß, dass das sensible Daten sind, aber wir brauchen... Kripo Luzern, Richard. Was ist denn los? Der Idiot gibt die Daten nicht raus. Nein, das ist ein Notfall und kein Witz. Und ich kann jetzt auch nicht zu Ihnen fahren und mich persönlich ausweisen. Ja, ich weiß, dass das sensible Daten sind, aber mich... Kripo Luzern, Richard. Was ist los? Ja, die Daten nicht rausgeben. Nein, das ist ein Notfall und das ist kein Witz. Und ich kann jetzt auch nicht zu Ihnen fahren, um mich persönlich ausweisen. Ich finde jetzt auch gerade bei der Szene an dem Auto merkt man auch, dass die Emotionalität ganz anders ist. Also im Schweizerdeutsch bist du viel genervter als in der Übersetzung so ein bisschen. Oder ist das auch schwierig dann in dem Moment? Also was ich vor allem merke, ist der Gang. Weil ich finde, ich gehe wie so ein Cowboy. Dieser eine Regisseur, der Tobias ja. Inhaichen, der hat ja auch dafür gesorgt, dass ich andere Schuhe kriege, damit ich nicht mehr so wie eine Ente gehe. Aber ich sehe, es hat nichts geholfen. Nee, also es ist ja so, dass die... Synchronversion ist ja fast ein bisschen ein anderer Film. Mhm. Weil die verschiedenen Sprachen, und das ist, sind zwei verschiedene Sprachen, würde ich jetzt mal so sagen, also in der Behandlung, die hat einen anderen Impetus, eine andere Melodie, das ist ein anderes Tempo. Und wenn du dann synchronisierst, dann merkst du, dass eine gewisse Art von Emotionalität nicht mehr passt dann. Also oft wird es dann schneller und kühler im Deutschen oder ist emotionaler oder sanfter im Schweizerischen. Ja. Das ergibt sich dann, dass es so eine andere Note kriegen muss. Oder auch verschiedene Wörter. Ich finde das aber witzigerweise positiv. Also ich habe es jetzt nicht gewusst, ne, dass das so komplett synchronisiert ist. Ich habe es hier vorhin gefragt. Ja. Und ich glaube, dass für meine Sehgewohnheit, weil man ja auch viele gewohnt ist an dieser amerikanischen Serie, und viel synchronisiert auch guckt, hört sich das für mein Verständnis oder sieht das für mein Verständnis fast schöner aus. Mit der also irgendwie, ich weiß nicht, für mich passt das total zusammen und... Bist du ein Netflix-Typ, ne? Ja. Ja, es hat sowas von einem schwedischen Krimi, oder? Richtig. Okay. Ich finde auch immer, wenn ich das so sehe, denke ich immer, es ist nur so eine Schwedin. Nein. Ja. Ich hab jetzt, wobei, die wären blond, ne? Ich höre einfach zu, was sie sagen. Nein, ich hab, du hast es schwer. Du bist mit drei Frauen. Ich merke schon. Ich bin immer so... Du darfst auch was sagen. Ich esse hier mein Fondue. Sprich das Wort, genau. Ich habe ja die deutsche Version gesehen. Ja. Mir wurde die deutsche Version gesehen. Und ich habe zum ersten Mal die Schweizer Version gesehen. Und mir gefiel die besser. Also ich fand die Schweizer Version auch emotionaler. Also gleich so in Kleinigkeiten. Du merkst, es ist... Vielleicht auch, natürlich, ich bin Schweizer, das ist meine Sprache. Yeah. Und es ist realer, also mir hat es besser gefallen. Also real, okay. Ja, das gibt auch, also, ich meine, die hat jetzt gerade gesagt, dieser Typ, der ist ein Spranzel gsi. Ja, genau, ja. Sowas. Der ist ein Spranzel gsi. Kannst du das übersetzen? Der ist ein Spranzel gsi. Also ein Spranzel ist so ein kleiner Wutzi. Und gsi, also du kannst ja nicht sagen, der ist ein Kleingewachsener gewesen, das ist, der war kleingewachsen. Ja, ja. Und dann hast du das schon weg. Also da sind schon Nuancen, die weg sind. Aber
ich finde oft, dass die Filme dann im Deutschen, mir hat das jetzt besser gefallen, weil das so einen Drive kriegt. Weil das so eine andere, ich finde, das kommt da so ein bisschen mehr aus der Kanone. Und das gefällt mir irgendwie auch. Es ist mal so und mal so wahrscheinlich. Es ist ein bisschen harmloser. Das ist bei den englischen Sachen ja auch, bei den englischen Serien. Ne? Manche Übersetzungen sind einfach super, aber manchmal kommen Witze auch nur in der Sprache rüber. Und diese Emotionalität. Das stimmt, aber ich finde das erstaunlich, weil das habe ich ja auch vorhin noch mal gefragt, weil das sind alles ja keine Synchronsprecher. Und Synchronsprecher ist ja auch ein eigener Beruf. Und ich finde oft, wenn sich Schauspieler, ich musste mich ja auch schon oft selber synchronisieren. Ja. Und es ist verdammt schwer, weil man möchte eigentlich sich total auf die Emotionen konzentrieren, aber man muss sich so sehr auf dieses Einzählen und im Rhythmus zu sprechen konzentrieren und verliert dann dadurch. Mhm. Und deswegen finde ich es erstaunlich, weil ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Ja, und dann hast du eben doch, also wenn ich da eine Woche in Berlin bin und dann die ganze Zeit Schweizerdeutsch höre, aber wieder Hochdeutsch reden muss, ich merke mit der Zeit den Unterschied gar nicht mehr. Ich spüre gar nicht mehr, was ich jetzt genau rede. Und das gibt schon auch einen Salat im Kopf, weil es ist einerseits ganz nah beieinander, aber es ist trotzdem ganz weit, weil du musst ja dann ganz synchron sein. Dann habe ich ja den Ton von meiner Schweizer Version, damit ich das Tempo höre, muss aber dann Deutsch produzieren. Also das ist echt, glaube ich, high level. Das ist echt high level. Und trotzdem geht es ja darum, dass man so was Authentisches behält. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist ganz wichtig. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung zur Synchronsprecherin mal gemacht. Und da war auch so eine Stelle, da ging es um Jude Law. Bekanntermaßen hatte er was mit einer Nanny auch mal gehabt, angeblich. Und da war so eine Stelle, Sex in the City übrigens, da sagt sie, ja, eine Nanny darf nie so schön aussehen. Das ist ein, that's an unwritten law, it's a Jude Law. Das war der Witz im Englischen. So, übersetz das mal. Das kannst du. Das ist dann so, eine Nanny darf nie schöner aussehen als du selber. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Es ist ein Jude Law. Das macht ja keinen Sinn, ne? Dann musst du auch umdenken. Wir achten schon auch drauf, dass wir eben jetzt das mit dem Spranzel, dass wir da auch am Anfang, also ich gucke jetzt bei meinen Sätzen ganz oft drauf, dass ich denke immer schon im Hinterkopf, wie das dann synchronisiert werden könnte und was ich da für Worte finde. Ja. Und dass ich mir da selber keine Eier lege, sondern dass ich das so möglichst smooth hinkriege. Mhm. Und dann geht das auch leichter. Also das muss ja spannend, in zwei Sprachen oder das muss ja in zwei Märkten funktionieren. Und alle happy machen. Claude schreibt übrigens gerade, die Brutalo-Fotos passen perfekt in mein Büro. Claude, dein Teil um den Livestream, vielleicht klappt's ja, liebe Online-Kollegen. Thomas schreibt, wann spielt Susan mal mit? Ja. Sehr gerne. Ich hoffe, ich bewerbe mich hiermit gerne für den Schweizer Tatort. Leider kann ich keinen, ich kann dir Nachhilfe geben. Daran können wir nicht synchronisieren. Ich kann nicht synchronisieren. Hey, ich wollte auch was machen. Warum schließt du mich immer aus? Du, das geht auch nicht. Sag mir was. Du bist dabei, ich synchronisiere sie. Ich bewege den Mund und du synchronisierst. Genau, sag mal was. Sag nur deswegen. Zu mir. Aber ich muss sehen, was du machst. Okay. Nur mich. Sali zusammen, geht's gut? Schön, dass ihr auch in den Tatort schaut. Sagen wir mal so, es ist noch ich fand's gut. Minimal Luft nach oben. Schön, dass ihr alle den Tatort guckt. Ach so. Ich war nicht sehr kreativ, es ging sehr schnell für mich. Minimal Luft nach oben. Ich war sehr schnell. Aber die Tatort-Show hilft gerne weiter. Denn was ganz wichtig ist, im Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch? Genau. Finde ich das sehr schwer, komischerweise. Nein. Ist das. Und da haben wir Abhilfe geschaffen. Kochones. Wie wird's denn wirklich ausgesprochen? Okay, der Gag war furchtbar. Der Gag war. Wer ist dafür verantwortlich? Wer ist das? Das ist unglaublich. Was war das gerade? Ernie war kein Schwein. Nein, sag hallo. Und ich war jetzt noch so, ja, das war echt das Beste, was ich gemacht habe. Das habe ich. Ich mag das alles. Ich bin mit so Leute, aufgewachsen. Ich nehme jetzt mein Fork in meine Schocke und ich gehe. Ja? So. Thema. Einspruch. In die Gagkasse. So, schnell weiter hier. Also, Susan im Tatort. Sehr gerne. Sehr gerne. Du hast wenn es echt ergibt. Eine Ofi verdrückt. Ja, ich habe direkt zu einer Ofi. Ich hatte voll Bock drauf. Der hat jetzt echt voll ein Glas Milch mit Ofen Martini. Ist das schlimm? Ja, na, wunderbar. Zum Käse meinst du? Ja, zum Käse, genau. Oh, ich hab Bock drauf. Und ich konnte eh nicht mitreden, weil ihr nur. Dann habe ich gedacht, komm. Aber soll ich mal was Schönes sagen? Es gibt eine Frage nur für dich. Nein. Oh ja. Okay, auf endlich. Von, wir halten die Klappe. Von Pass bist du noch so. Salax. Okay, ist es ein Junge? Weiß ich nicht. Okay. Alain, bist du immer noch bei Rebel Comedy? Was? Ja, bin ich immer noch. Jetzt musst du auch ein bisschen mehr reden. Nein, ich dachte, das weiß ich nicht. Ja, natürlich, Rebel Comedy, also Rebel Comedy. Wir sind Ende Jahr wieder auf Tour, große Arena-Tour. Meine Truppe, meine Family. Wir machen einmal im Jahr eine große Tour und es wird immer größer, besser. Ja. Und ich liebe die Jungs. Wir sind eine Comedy-Truppe, für die sie nicht kennen. Also kann man googeln. Kennst du denn jetzt von deiner Comedy, in was würdest du sagen, welches Publikum ist cooler drauf? Die Schweizer oder die Deutschen?
Kannst du das sagen? Er lacht lauter. Nee, kann ich nicht sagen. Ich finde, die Leute warten das immer, aber ich habe in der Schweiz coole Shows gehabt, ich habe in Deutschland gute Shows gehabt, ich habe in der Schweiz schlechte Shows gehabt. Das ist wirklich, wenn die Leute cool drauf sind, dann haben die Spaß und das ist alles. Wir würden dir auch gerne jetzt ein bisschen mehr Fläche geben in unserer Show. Das ist sehr lieb von euch. Wenn du schon nicht so viel reden kannst. Und zwar haben wir ein kleines Spiel vorbereitet tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich die Fläche will. Ich möchte jetzt das Spiel sehen. Überlegen wir das. Jetzt haben wir hier einen schönen Text. Und du musst immer umswitchen zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Aber sie ist doch der Profi in dem. Okay. Wo ist denn meine Tröte? Immer wenn ich tröte, musst du switchen, okay? Bist du bereit? Okay, ich fahre auf Deutsch an. 3, 2, 1. Kommen wir zu einem wirklich wichtigen Symbol der deutsch-schweizerischen Beziehung. Dem Käsefondue. Und war jetzt erfunden? Schweizer. Das muss man gesagt werden. Neben Steuer-CDs ist das Käsefondue mittlerweile das wichtigste Exportprodukt der Schweiz. All die Deutschen sind auf den Geschmack gekommen und gieren auf den geschmolzenen Käse. So, jetzt machen wir hier mal bei der Hälfte Pause. Warum also, das nicht? Was mich natürlich fasziniert, ist, dass du mit dem Solothurn, das checkt ihr ja nicht, aber der hat ja einen anderen Dialekt als ich. Das ist ja komplett verschieden, was wir da reden. Es gibt ja wie viele? 26 verschiedene Dialekte. Und also seiner ist echt anders. Daher... Eigentlich schwierig wäre zwischen Zürichdeutsch und Solothurnerisch. Das wäre schön. Also ich muss jetzt die Brille anziehen. Sehr gerne. Okay. Das ist sehr komplex. Also wo fängt es an? Während dem Essen. Oh ja, das ist aber sehr komplex hier. Also was diese Ausländer machen. Ist ja wie Kino. Red jetzt spannend, okay. Wer ist die Nächste? Da bin ich auch mal gespannt hier. Bitte? Nein, ich habe sie nachgemacht. Du kannst anfangen. Aber wo fange ich an? Er hat bis hier gelesen, genau. Ah, okay, gut. Efi senetze nire de ive remeiset. Sie ist rückwärts. Ja, warum auch nicht? Das ist doch eine Sprache, oder? Das ist auch eine Option, oder? Nee, Hochdeutsch und Schweizer. Guck mal, für die Deutschen ist etwas das Gleiche. Das ist so. Eben, rätsne mi vletzke gu. Ich dachte, sie redet jetzt. Ja, sie war schon so. Oh, die ist viel besser als er. Tschetschenisch. Kriegsplitter. Tschetschenisch. Nunk netzne rete putz. Gilti zu chirir. Okay. Diskussionen über die richtige Zubereitung selbst innerhalb der Schweiz werden aus ehemaligen Eidgenossen einige Begriffe, wenn es um die passenden Käsesorten für das Fondue geht. Da gibt es auch noch einmal öfter einen Mord oder einen Totschlag. Und wenn wir einen neuen Fall für die Luzerner Polizei haben. Wahnsinn, wie schnell das kannst. Achten Sie auf die Nebenwirkungen in der Verpackungsbeidage. Ja. Das ist doch das, was die Profi ist. Hast du diesen Unterschied gemerkt? Ja, bei mir. Aber ich finde rückwärts immer noch am besten. Ich kann nur verlieren mit meiner Antwort. Oder so. Ja, genau, rückwärts finde ich gut. Ja, kannst du es auch noch? Nee, haben wir ja schon. Ach so, ich meinte jetzt über Kopf rückwärts. So. Ach so, das ist ganz verkehrt. Aber das würde jetzt hier in den Raum springen. Wir haben noch weitere Fragen. Und zwar Thorsten schreibt, wird am Set auch in Schweizerdeutsch, schreibt er. Schweizerdeutsch ist auch gut. Schweizerdeutsch gesprochen. Was? Wird am Set? Spricht ihr da Deutsch, gemischt, weil da sind oft viele Techniker, die aus Deutschland kommen. Dann gibt's die Gastarbeiter. Die Gastarbeiter, genau. Nee, da sind viele Techniker, Kameramänner oder auch Angler, Lichttonen, die aus Deutschland sind. Und da ist immer so ein Sammelsurium. Okay. Letztlich. Aber also, die Schweizer reden schweizerisch miteinander. Und eben, Schweizerdeutsch redet es miteinander und nicht dieses Schweizerdeutsch. Das reden wir aber nicht. Ah, ja. Okay. Wir reden das für uns. Wir reden das für euch, genau. Ja. Weil wir denken, dass es so klingt. Nee, was ganz Schönes. Rumi, ich freue mich sehr über deinen Kommentar, deine Frage. Susan, vielleicht kannst du mal was auf Schweizerdeutsch rappen. Ja, ach. Rap. Komm, zeig mir mal bitte kurz. Los, das ist meine Romina. Das kann natürlich sein. Rumi. Ich weiß es nicht. Soll ich ihr zutrauen? Ich finde es auch gut, dass das mal rappt. Ich kann noch kein Schweizerdeutsch. Ich kann dir was beibringen. Ja. Okay. Es Frauli. Es Frauli. Das wird's Amerika. Das wird's Amerika. Ja, genau. Es Frauli. Das wird's Amerika. Wotte Mali Heimala. Wotte Mali Heimala. Ja, sie kann's. Ja. Es Frauli. Das wird's Amerika. Amerika. Wotte Mali Heimala. Das kann sie. Nein. Doch, du kannst es gut imitieren. Das hast du selber gesagt. Das klingt wirklich nicht schlecht. Boah, aber doch, das ist wirklich schwer. Ja, es ist schwer. Was heißt das? Warte, es kommt was? Ja, nee, ich fand nur wieder was Schönes. Aber macht ruhig erstmal euer Gespräch. Das heißt, Frauli, eine Frau, die will einkaufen auf dem Markt und will ihren Alten zu Hause lassen.
Ah, ich dachte, eine Frau, die jetzt weiß ich, was mit Sprachentalent du eben gemacht hast. Nein, aber es war super, sie hat es total gut gemacht. Ich fand, das klang auch mit ja, yeah, Hosen. Ich krieg doch, Romy. Ich kann es zum Schweizer Tatort. Es läuft, es läuft. Es läuft. Also Leute, schickt uns bitte gerne weiterhin eure Fragen. Ihr habt echt die Möglichkeit, hier alles loszuwerden. Ob zum Tatort, zur Kommissarin und so weiter. Kommissarin, unbedingt. Gut. Oder zu, hier, Comedy Alle oder auch zu Susan sehr gerne. Danke, dass du gedacht hast. Du bist nämlich auch, er ist auch, oh, da. Er ist auch da. Ja, so, Lars schreibt, ich schaue euch aus der Türkei zu, ihr seid so witzig. Oh, liebe Grüße. Merhaba. Mehr kann ich nicht. Yeah. Baldur schreibt, kann man das Tatort, die Showschild im Hintergrund auch irgendwie gewinnen oder geschenkt bekommen? Oh, das da vorne meinst du vielleicht? Nein, das da. Das da, das da hinten? Oh, das haben wir jedes Mal in der Sendung da. Müsste ich mal kurz nachfragen. Helma! Kann man das auch gewinnen, das hier? Beste mit dem Ich liebe den Tatort-Schild. Dieses We Love Tatort-Ding? Yeah. Also, mein lieber Baldur, wenn das auch für dich in Ordnung wäre, dann kannst du das gewinnen, aber natürlich nur, wenn du unseren Livestream auch geteilt hast. Dann, Jan, eine Frage an dich, Anna. Ja? Was ist denn ein guter Gag über den Unterschied zwischen Deutschen und Schweizern? Ein guter Gag? Ja. Ein guter Gag zwischen Deutschen und Schweizern? Ja, da, ich hatte immer so, ich habe immer, was ich immer übertrieben lustig fand, wo ich das hier erfahren habe, sind die Sprachunterschiede, aber so in den süßen Sachen wie, wo ich erfahren habe, wie bei euch der Gefährte vom Nikolaus heißt, Knecht Ruprecht. Und ich fand den Namen so unglaublich hart, weil Knecht Ruprecht. Und bei uns heißt er Schmutzli. Und oh, ja, da hat man schon, da hat man schon diesen Unterschied gesehen. Oh. Weißt du, was, die Deutschen haben ein bisschen härter. Kannst du mal richtig doll so fluchen? Ja, Gopf, Dami, hör das hier. Gopfenstützli, wollte jetzt mit von die Witras. Gopfenstützli. Klingt auch so nett, ne? Ja, das ist so süß. Ja, das hast du gesagt. Guck mal, ich werde einfach nicht ernst genommen in der Runde. Ich weiß auch warum. Doch, ja, total. Das, ich finde diese immer ganz war das jetzt mit Ausdrücken auch schon? Ja, also es war so typisch, so, so hohe das Jäger schon so. Also wenn ich mich aufrege, hohe das Jäger schon hart. Hohe das Jäger. Aber jetzt hast du gar nicht Jens Gag gesagt. Hast du so einen Gag oder so einen richtigen Witz? Nein, so Deutsch-Schweiz. Das war der Witz eigentlich. Das mit dem Knall? Ich fand das sehr witzig. Hier, sind der Witz. Willst du noch mal hier Ernie und Bert abspielen? Ist dir das lieber? Ja? Ist das eher so? Lass hier Humor lernen, was wir heute machen, ja? Wie geil! Sie sagt zum Comedian, ja, wat, wo ist denn der jetzt? Wann kommt der Witz? Könntest du keinen jetzt machen? Du bist doch hier eingeladen dafür. Wir haben dir viel Geld bezahlt. Themawechsel. Wir kommen noch mal zu der Schweiz und dem Tatort, Ort. Denn es gibt tatsächlich auch so ein kleines Klischee, dass man sagt, die Schweiz ist unfassbar sauber und ordentlich. Stimmt, das würdet ihr sagen, das ist korrekt. Ist das so? Das ist der Käse. Ja, ich rieche nach Fondue. Ja, also, schön ist das, ja? Doch. Ja, ja. Ja, ich esse auch gerne mal bei meiner, ja, auf dem Boden von meiner Wohnungstür sitze ich manchmal, mache ich Picknick so. Yeah. Ich finde, in den Städten sieht man das schon. Also gerade, wenn du von Berlin kommst, ja, genau. Und dann kommst du nach Zürich, merkst du ja schon. Hat der aber der von Berlin nach München ist auch sauber, oder? Ja, genau, das geht auch. Ja, aber München ist ja, das ist ja auch Ausland. Nee, stopp. Diese Thematik hat der Tatort tatsächlich leider aufgegriffen, denn es gibt eine Szene, die hätte gar nicht woanders irgendwie so gezeigt werden können, in keiner anderen deutschen Stadt. Was sind Sie da? Die Szene. Da sehen wir deine traumatisierte Familie steht vor der Tür. Kein Problem. Genug Platz für dich und all deine Verschwörungstheorien. Und Teelichter. Verlieb dich neu. In dein Exil. Komm vorbei zu deinem Dörda. Lebst du noch? Oder ermitteln sie schon? Schirf, Hugo Schirf. Schmirlgut im Bett. Besuche Luzern nicht einfach nur, lebe in Luzern. Mach Luzern zu deinem Zuhause. Jetzt haben wir kurz abbrechen müssen, Leute, denn wir haben uns so unfassbar viel Mühe gegeben mit der Mats, aber die sollte jetzt noch gar nicht kommen, denn wir wollten einfach über die Sauberkeit der Schweiz sprechen und das haben wir hier auf diesem Monitor zu sehen. Diese Szene, wie sauber ist es da, bitteschön? Also das ist ja Wahnsinn. Das gäbe es auf keinen Fall in einer deutschen Stadt so sauber, glaube ich. Das nimmst du als Beispielbild? Das ist aus dem Tatort. Dieses Haus, aber was ist denn da so sauber? Guck mal, das ist alles weiß, kein Graffiti, gar nichts. Da haben auch meine Kollegen, guck mal. So, jetzt ist Berlin. Aber jetzt ist doch viel mit cooler. Mit drin. Ja, sehr sauber. Ist euch denn auch aufgefallen, so zum Thema versteckte Botschaften im Tatort, dass der Tatort in der Zukunft spielt? Nein. Haben wir auch den Fotobeweis tatsächlich dazu. Am 6.6.2017 nämlich. Da sehen wir es jetzt auch hoffentlich gleich. Ach geil. Sieht man? Wir sehen es noch nicht. Was ist denn da los mit meinen Online-Kollegen, Mönchenskinders? Nee,
Da haben sie erst die falsche Matz, jetzt haben sie das Bild nicht parat. Ist aber die gar kein Problem. Sich einfach nicht konzentrieren. Wer das ist, wir glauben ja einfach. Ja, da ist es. Jetzt haben wir es. Guckt, alle hingucken. Bitte. Ah, krass. 6.6.2017. Ja. Verrückt. Ihr seid ja Spione. Und wir sind echt. Aber du hast keine Antwort dafür, schnell. Warum das wir, so ist? Wir sind schnell. Ich könnte mir was ausdenken dabei. Gerne, mach mal. Ja, dass man irgendwie sich überlegt, wann das vielleicht gesendet werden könnte und denkt, das wird vielleicht ungefähr in einem Jahr sein oder so. Okay. Probably. Weiß ich nicht. Oder die ist eine Hellseherin. Und es war Sommer im Tatort. Also ja. Es war nicht jetzt. Das hat nicht, es war ehrlich nicht gesagt genau Juni. Haha. Es war Juni. 6.6.2017 vielleicht. Ja, dann haben wir gedacht. Gedacht, es ist nämlich so, in der Schweiz sind wir immer ein Jahr vorher. Also wir haben ja jetzt schon den 5. März 18. Ach so, die Trendsetter. I know. Ja. Also ihr seid eins langsamer. Ihr habt es schon gesehen, aber wir haben uns echt sehr viel Mühe gegeben, denn es gibt noch so ein paar andere kleine Szenen im Tatort, die uns wiederum an etwas anderes erinnert haben. Deshalb hier nochmal, bitteschön. Deine traumatisierte Familie steht vor der Tür. Kein Problem. Genug Platz für dich und all deine Verschwörungstheorien. Und Teelichter. Verlieb dich neu. In dein Exil. Komm vorbei zu deinem Dörda. Lebst du noch? Oder ermitteln sie schon? You don't know what's in store, but you know. Chef. Hugos Chef. Smell good in bed. Besuche Luzern nicht einfach nur. Leb in Luzern. Mach Luzern zu deinem Zuhause. Lieb in Luzern. Mit Luzern B&B. Wohnungen gibt es bei uns übrigens auch im Erdgeschoss. Luzern B&B. Nicht schlecht. Ne? Da kommen uns doch gleich die Fotos noch mal in Erinnerung. Wunderbar. Also ihr habt doch ein paar Minuten Zeit, den Livestream zu teilen für diese wunderbaren Fotos. Ja, und Döder übrigens ist ja auch die Bedeutung töten. Ne? Döder bedeutet... Döder? Bedeutet auf Ikeanisch, also Schwedisch, tatsächlich töten. Döder. Und das ist wiederum meine unfassbar gute Brücke zu dir, denn du bist ja auch Musikerin in einer Band, die da heißt... Döden. Nee, die Dödelkammer. Fast. Nee, fast. Aber fast. Delia Meyer und die Kriminaltechnische Kapelle. Genau. Und eure Songs laut eurer Homepage gehen ums Töten. Ums Töten, genau. Möchtest du was dazu sagen? Ja, also was ich immer sage, wenn wir da auf der Bühne sind, muss ich den Leuten ja auch ein bisschen erklären, worum es hier geht. Ja. Und ich sage dann immer, dass diese Tatortstoffe ja, wie man jetzt hier wieder sieht, einem schon ein bisschen an die Leber und an die Niere gehen, weil die echt manchmal, also gerade wenn es um Kinder geht zum Beispiel, das ist echt heftig, meine ich jetzt ernst. Ja. Und ich dachte mir dann, statt dass ich mir Geld ausgebe, um in die Psychotherapie zu gehen, um das zu verdauen, dachte ich, ich verdiene Geld, indem ich singe über Töten. Ah. So. Nee. Na, also es geht einfach darum, dass ich da ein bisschen mit einer lakonischen, anderen und absurden und sarkastischen Art mit demselben Stoff umgehe. Und es ist echt, um das noch zu sagen, unfassbar, wer da alles über dieses Thema geschrieben hat. Ja? Also es gibt einfach unendlich viele Stücke und Lieder über dieses Thema. Also Randy Newman, Cole Porton, Sting, Marlene Dietrich, you name it. Okay. Ganz viel. Zeugs. Musik ist ja auch so ein bisschen dein Thema, beziehungsweise Tanzen. Du hast ja erfolgreich bei Let's Dance mitgemacht. Ja. Gewonnen. Mhm. Unfassbar. Unfassbar. Tanzt du noch aktiv? Mhm. Tänzerin im Tatort wäre doch auch nicht schlecht. Ja, absolut. Das könntest du noch machen? Das könnte ich noch machen. Nee, ich könnte es wahrscheinlich wieder irgendwie abrufen, weil jetzt nicht so professionell, aber ich habe ja auch eine Musical-Ausbildung gemacht, die auch ein paar Jährchen zurückliegt, aber das lateinamerikanische Standard war nochmal eine ganz andere Nummer. Und es war schon cool zu merken, dass man in der Lage ist, in so kurzer Zeit so viel Neues zu lernen. Ja. Also für mich war das danach so, dass ich dachte, okay, nichts ist unmöglich. Schaffen. Ich musste letztes Jahr für Karl-May-Festspiele reiten lernen, saß vorher noch nie auf dem Pferd. Und dann habe ich auch bei der Anfrage gesagt, so, ja, also 3 Monate zum Reiten lernen, krieg ich hin. Was steht denn bei dir als nächstes an? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Dieses Jahr noch alles offen. Klar sind immer wieder alles Mögliche im Gespräch, aber nichts, was ich jetzt hier schon erzählen könnte. Ich bin selber ganz gespannt. Okay. Übrigens, eine Sache, wenn wir noch ganz kurz die Zeit haben, weil gleich ist tatsächlich unsere schöne Sendung schon wieder vorbei. Aber du bist Musikerin, Schauspielerin und auch so ein bisschen Stuntfrau. Es gab diese eine Szene, da wurde auch online sehr viel gesprochen. Großartig übrigens. Der Sprung aus welchem Stock? Aus dem ersten Stock runter auf die Matte. Und wie sie es gemacht hat, wir müssen es euch noch mal ganz kurz zeigen. Phänomenal.
Respekt. Da sehen wir es. Da, zack, der Sprung. Das war aus dem Flugzeug. Sehr Wahnsinn. Wie lief es wirklich ab? Wie lief es wirklich ab? Also, die Dame, die das gemacht hat, die ist ungefähr 21, also sehr, 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 sehr viel jünger als ich. Und die ist da runtergehupft wie ein kleines Hühnchen, ganz ohne nichts. Und ich stand da und habe runtergewunken. Hast du gut gemacht? Habe ich gut gemacht? Nein, weil irgendwie, es geht ja eigentlich auch darum, dass wenn da irgendwas ist, Knöchel oder sowas, ich muss ja dann noch die ganzen 20 Drehtage rumhupen. Ja. Und wenn da in der ersten Woche irgendwas passiert, nicht, dass du dann da bin ich Cowboy. Genau, und das mache ich ja sowieso schon. Nein, dann bin ich ja raus und dann kann die Dame natürlich dann nicht meine Rolle spielen. Deswegen dürfen wir auch gar nichts machen. So. Ja. Ich darf ja nicht mal einen Koffer von irgendwem tragen. Ja, ne? Das kennst du, ne? Verletzungsgefahr. Ja. Alain, was steht bei dir als nächstes an? Abschlussfrage? Auf Tour, ich bin permanent auf Tour. Ja. Übermorgen Spätschicht. Wird auch irgendwo hier gedreht, oder? Nein, in Mainz. Wird das da falsch? Ja, ist nicht schlimm. Genau, kann der Spätschicht gucken, ist auch schön. Ich bin nur die ganze Zeit auf Tour. Guckt auf Facebook, auf meine Homepage. Ich würde mich freuen. Sehr gerne. Bernd ist auch da. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart in unserer kleinen Runde. Wir kommen jetzt noch einmal kurz zu den Requisiten, die ihr gewonnen habt. Und zwar haben wir es da wunderschön aufgeschrieben. Das Bild mit der Familie bekommt Christian Fischer. Die Tatortfotos bekommt Christian Luther. Die Kaffeetasse Laura Dingenskirchens. Und Baldur, es hat geklappt. Du bekommst das We Love Tatort-Schild. Viel Spaß auf jeden Fall damit. Und jetzt gucken wir noch einmal kurz auf die Abstimmung. Es hat sich was getan. Es hat sich was getan. Delia, good job. 50% von euch sagen, der Tatort war ganz gut. 46% fand ihn nicht so gut. Also ein sehr ausgewogenes Ergebnis. Kann man mitleben, oder? Ja. Und nach so viel Schweizerdeutsch hier und echt hartem Käsegeruch hören wir jetzt die Sendung auf mit einer wunderbaren Version von Cold Mirror und einem tollen amerikanischen Denglisch. Viel Spaß, tschüss und gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, nun, welcome zum Meeting für unser neues Logo-Design. Die Melanie hat schon mal einen Draft prepared und wird das jetzt ein bisschen communicaten. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Ich wollte nicht kommen. Valid excuse. All right. Melanie, bitte. Gut, also ich habe jetzt größtenteils das Logo vorbereitet. Riecht nach Alkohol. Die Schnauze. Wenn ihr in den Mappen vor euch nachschaut, seht ihr alles, was wir bis jetzt besprochen haben. Das ist ja mittlerweile die 15. Besprechung, die wir bezüglich des Logo-Designs haben. Oh Gott. 15. Und beim letzten Brainstorming haben wir uns geeinigt auf ein Dreieck. Also diese Notion mit dem Dreieck finde ich schon mal great, aber mir ist das noch so ein bisschen unclear. Was soll das sein? Ist das ein gleichschenkliges Dreieck? Also, oder noch ein gleichseitiges Dreieck? Das ist super important. Also, und hat es einen rechten Winkel? Question mark. Wir haben uns wirklich nur auf ein Dreieck geeinigt, das war alles. Welche Farbe soll das Dreieck denn haben? Da muss ich ein Illustratorenteam zusammenstellen. Das Farbdesign ist ja nochmal ein komplett anderer Bereich. Das ist nicht meine Abteilung. Wir könnten eine Verbraucherstudie machen, welche Farbe am beliebtesten ist. Und dann haben wir in 5 Monaten ein Ergebnis. Alles klar. Dann sehen wir uns alle in 5 Monaten wieder. Tschüss. Boah, ich hasse Wow. Komm richtig quick voran jetzt hier. Bye.